Ich darf wieder recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Crisis Style. Wir stehen inmitten des Sephärtens und ja, versuchen uns den Weg da raus. Irgendwie. Da vorbei. Hallo. Ich bin da hoch. Das ist ein Ernst. Rauskommen. Achso, ja. Ich kann nicht. Das funktioniert nicht. Das wird nicht. Ja, was müssen wir da durchgehen? Das haben wir noch nicht ausgedrückt. Cool, bringt. Hier nicht. Au! Hier sind wir wieder. Eigentlich nur wieder. Irgendwas stimmt nicht mit diesem Ort. Die Visionen. Das Energiefeld um System X reizt die mesialtemporalen Areale des Gehirns. Das führt zu Halluzinationen, Déjà-vu-Erlebnissen, falschen Erinnerungen. Gelegentlich sogar zu dissoziativen Identitätsstörungen. Ich bin nicht verrückt. Die Visionen sind Vorhersagen, keine Halluzinationen. Wie Sie meinen, Romeo 1. Machen Sie jetzt einfach weiter. Das war's. Mach die Bastarde fertig. Danke, Prophet. Danke. Heute werden wir unsere Ketten abstreifen. Das ist unser wahrscheinlich erster der Abschaltung Tag in Freiheit. Das ist die größte Katastrophe seit langem. Ich bin ziemlich sicher. Soll ich? Saigo, ich bin drin. Hacke jetzt SAS Ausfallsicherungen. Was soll ich? Scheiße, wenn deine Visionen stimmen,
Heißt das, jetzt geht die Welt unter? Nein. Es heißt, dass ich jetzt an den Bastard rankomme. Dass ich ihn töten kann. Geil. Das hier habe ich aus Self-Datenbanken. Wir haben wohl ihr größtes Geheimnis gelüftet. Diese Kreatur war die Quelle von Cells Energie. Der Alpha-Seth. Er ist viel mächtiger, als ich dachte. Aber als ich in seiner Nähe war, sah ich Dinge, die er mir lieber nicht gezeigt hätte. Wenn sie in meinen Kopf können, kann ich vielleicht in ihren und ihre Schwäche finden. Psycho, gibt's hier irgendwo eine Anzugmulde? Ja. In dem Labor, in dem Cell mich festgehalten hat. Wir treffen uns dort in 30 Minuten. Pass auf da drin, Michael. Es gibt Dinge, die man einfach nicht verzeihen kann. Was haben wir mit den 30 Minuten? In Chinatown, New York. Hübsch. Sind eben angekommen. Verstanden. Rücken den Sektor vor. Alles ruhig. Hörst du das? Hier ist alles sicher. Falscher Alarm. Verstanden. Durchsuchung fortsetzen. Kein sichtbares Ziel. Rücken vor zur nächsten Kontrollpunkt. Ist da was? Hab mich wohl geirrt. Weißt du, ich muss nicht mehr fahren, damit du es nicht siehst. Das sieht man überhaupt nicht, ne? Hier ist auch alles klar. Nein, keine Spur von Prophet. Bitte komm. Blacktail Actual, hier ist Blacktail 9. Alles okay bei Delancey 4 Alpha. Rücken vor zum nächsten Quadranten. Over. Negativ, Blacktail 9. Nex hat Red Star Rising ausgelöst. Was zur Hölle? Alle Patrouillen werden abgezogen. Red Star Rising, bitte sagen Sie das nochmal. Over. Verstanden. Red Star Rising ausgelöst. Oh nein! Scheiße, scheiße, scheiße! Was ist los mit denen? Red Star Rising? Was denken die sich? Ich weiß nicht. Scheiß auf Prophet. Verschwinden wir! Hey! Was ist mit Steber? Vergiss ihn, der kommt schon nach! Der wird nicht mehr nachkommen. Aber was ist Red Star? Schon mal von diesem Red Star Rising gehört, Psycho? Nein, noch nie. Cell kneift nicht so schnell. Finde raus, was du kannst. Wir sehen uns am Treffpunkt. Scheiße. Rasch und Claire sind offline. Du musst alleine zurechtkommen, während ich rausfinde, was los ist. Oh Gott. Jetzt habe ich noch einen Bein überhaupt. Sieben Stück sind in Ordnung. Ja. Tarnfeld aktiviert. Natürlich. Ich schieb die zwei jetzt hin. Wechseln für Meerziel. Gebiet ist jetzt eine heiße Zone. Machen wir einfach so durch, wollen wir die Leute erledigen. Jetzt das sind Maschinen. Tarnfeld aktiviert.
Irgendwas jetzt da noch Maschinen. In deiner Nähe liegt ein deaktivierter Einhorse. Geheimdienstmelder. Die nehmen ihre schmutzigen Geheimnisse wohl mit ins Grab. Prophet, weil du diese Infos siehst, erfährst du vielleicht, wer mich gefoltert hat. Mann, das könnte ein Fundus von Zellgeheimnissen sein. Für Geschütz. Auf jeden Fall. Was? Das sind viel zu viele. Granate! Granate! Was? Das sind sogar sehr nah, ne? Granate! Granate! Geheimdaten. Bist du versteckt gewesen? Komm raus! Such dir doch mal, hier ist vermutlich getroffen. Ja, das wird auch nicht mal exigieren. Sie holen die Informationen mit einer Eskorte ab. Du hast nicht viel Zeit, sie abzufangen. Nicht, dass das wichtig wäre, aber wenn wir wüssten, wer mich gefoltert hat, könnte ich einige persönliche Dinge klären. Hier ist er nicht. Er teilt euch und sucht alles ab. Aber das sieht wieder verrückt, ja? Aber jetzt soll ich ihn. Was? Oh. Wieder. Okay. Aufpassen, könnte mir nichts nachkommen. Vorwärts, wir müssen ihn ausräuchern. Wow. Komm raus und stell dich, du Feigling! Sichert das Gebiet! Hülse! Thank you.
Ich habe Iron Horse gefunden. Klasse. Ja. Such jetzt die Akte des Skin-Labors. Brauchen wir jetzt einiges. Halt die verloren. Hat sie. Was bitte? Hier ist nichts. Nichts. Ist zensiert. Ah, Mist! Schade. Ah gut, ich bin neu. Holen wir noch welche nach. So, keine neuen. Muss das so rüber? Da unten noch alte. So, ich hab dich nicht erledigt. Siehst du das? Die Tür nicht kriegt. Und auch. Mist! Schau nicht hoch, komm. Auch ein Geschütz. Ja, schön. Wirklich, brauchst du? Hey, hey. Alter, wo kommen die von, Alter, hier? Waren jetzt alle nicht da.
Assassin's Creed Spiele doch sehr stark. Guck mal, das Seil ruft schon mal wieder. Ich schieße nicht durch, da war nichts. Mine. Das war's. Okay, wir können weiter. Was ist das für die Punkte dann? Achso, einzelne Minen. Okay, rüber da. Geschossen oder ist es? Okay, geht nicht. Haben wir das da? Laut der Aufzeichnungen von Cell ist ein Mind Carrier der Sev in ihrer Nähe. Angesichts ihrer Sensibilität für die Aliens sollten sie ihn besser umgehen. Negativ. Die Sev haben eine kollektive Intelligenz, einen Schwarmverstand. Alles dreht sich um den Alpha. Jetzt, wo er frei ist, wachen sie alle auf. Wenn diese Mind Carrier Teil des Prozesses sind, muss ich sie mir ansehen. Einen Schwarmverstand? Sie haben eine Menge Alien-Material in ihrer DNA. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee wäre. Okay. Achtung, Achtung! Hier ist Turm 436. Stehen unter schwerem Beschuss. Massive SEP-Verbände kommen in unsere Richtung. Turm 436, hier Bodeneinheit Täter 1. Wir verstärken den Abwehrriegel. Täter 1, hier Oversight. Größerer Feindverband nähert sich eurer Position. Ich zähle 8. Nein, 10 Einheiten. So ist es, ja. Sehr schön. Was ist denn? Turm 436, wir haben hier ein ernsthaftes Problem. Haltet diese Bastarde mit schwerem Gerät auf, bevor sie uns überrennen! Scheiße! Abwehrsysteme bei 60%! Wir sterben hier wie die Fliegen! Was zum Teufel ist hier los? Treffpunkt ist immer noch frei, aber da tobt der Bär. Sei vorsichtig! Diese Sep... Scheiße, und ich dachte, die Bastarde auf Link Shan war. Komm schon! Was? Ah, komm, weg! Gut, das habe ich mir bitte zu übernommen. Noch einmal, okay? Auf dem ganz hinten, da geht's noch. Laut der Aufzeichnungen von Cell ist ein Mind Carrier der Sev in ihrer Nähe. Angesichts ihrer Sensibilität für die Aliens sollten sie ihn besser umgehen. Negativ. Die Sev haben eine kollektive Intelligenz, einen Schwarmverstand. Alles dreht sich um den Alpha. Jetzt, wo er frei ist, wachen sie alle auf.
Wenn diese Mindcarrier Teil des Prozesses sind, muss ich sie mir ansehen. Einen Schwarmverstand? Sie haben eine Menge Alien-Material in ihrer DNA. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee wäre. Jetzt, wenn nichts ist gescheit, hat jetzt wieder alle Pfeile einzeln ansammeln. Oh, ey, da. Wir müssen jetzt weiter reinmachen. Ich freue mich recht herzlich fürs Zuschauen bedanken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut euch beim nächsten Mal wieder an. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss. Baba.